So, Freunde, weiter geht's jetzt hier im dritten Part. Wir müssen Galaxy News Radio finden. Und ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Ich packe die Knarre weg, so geht's schneller. Ich guck mal kurz. Aufgaben Galaxy News Radio finden, okay. Okay, passt. Weiter geht's. Ja, man kann hier manchmal auch. Das heißt, manchmal man muss hier oft ziemlich auch die Unterführung benutzen, weil man einfach nicht oben lang kann, ja. Also das bedeutet zum Beispiel Galaxy News Radios, ich kann jetzt nicht einfach hinlaufen, ja, weil da im Weg einfach irgendwelche Häuser sind oder sowas. Oder keine Ahnung, was da ist im Weg ist. Da ist ein Hund, ich kann den kurz ab. Hier, du Mistvieh. Ja, und auf jeden Fall sind da viele Häuser im Weg. Häuser, keine Ahnung, Felswände oder sowas. Da muss man einfach mal in die Unterführung gehen. In die U-Bahn-Station zum Beispiel, ja, und dann von dort aus einfach zum Ziel kommen. Weil die Wege sind überall, alles gesperrt, alles ist eingeschüttet und wir sind sie richtig am Arsch, Alter. Deshalb gebe ich hier gleich mal Gas mit meinem geilen Anzug, wie man sehen kann. Ich sehe wieder mal auch richtig schick aus, Leute. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Naja. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, ich mache glaube noch ein Let's Play von Fallout New Vegas, Freunde. Ja, der Nachfolger von Fallout 3. Auch total geiles Spiel. Oder eben einfach die alten Fallout-Teile noch, weil die sind auch richtig Classic. So, die Cola. Mitnehmen, passt. Oh, Raider. So, tschüss. Der nächste, tschüss. Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck, es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder. Hier kommt Tex Beneke mit. Ja, das ist besser, die Mucke. Ja, wird sie direkt aufsuchen, okay. Hier gibt's überall Krieg, man muss aufpassen, Alter. Die Schweine, ja, die kommen euch dann auch von hinten und überziehen die eins mit dem Knüppel, Alter. So, jetzt sind wir in der Unterführung zum Beispiel, von der ich vorhin geredet habe. Ja, man kann hier nur, das einzige Weg zu Galaxy News Radio. Und was ist hier, Toilette? Ne, da wollen wir nächstes Mal nicht hin. Hier ein Terminal, versuchen wir gerne mal zu hacken. Okay, passt. Okay. Was? Verdammt, okay. Wir haben verkackt, wenn man viermal verkackt, dann sperrt sich der Computer automatisch. Da haben wir verkackt, es sei denn, man hat noch ein Attribut, ja. Ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube PC-Experte oder sowas. Da kann man es nochmal versuchen. Juhu, Maulwurf-Ratten. Hier, ja, tschüss, hau ab. Du auch, du Nagetier. Das sieht auch geil aus, ja. Hier, Toilette. Hier gibt's nix. Hier, nochmal so eine Scheißratte. Rasenmäher, aber auch nichts. Und oben sollten eigentlich gleich Ghoule kommen, ja, also so eine Art Zombies. So wie der Gob bei Moriarty Saloon. Da sind ja auch schon die Mistviecher. Ja, verdammt. Nee, erst ab 50, okay, scheiße.
Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Immer mitnehmen, alles schön. Kann man gut verwenden, alles. Und gut gebrauchen. Schlüssel, okay, haben wir. Oh, gut. Kronkorken mitnehmen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, Alter. Schlüssel haben wir. Okay, warte, geht's. Praktisch, praktisch, so der Schlüssel. Okay, öffnen. Friendship Station. Okay, und hier geht's weiter. Okay, Kohleautomaten öffnen. Quantum, nur Quantum ist spezielle Cola. Mega radioaktiv verseucht, aber die leuchtet auch. Die gibt's zwar selten im Spiel, Alter. Ich tu die nicht trinken. Ich sammle die lieber. Es gibt hier noch was zu essen, hier noch Kartoffelchips. So, da passt doch alles, wunderbar. Lal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 a. Ein Gegner und es ist ein Mutant. Was für ein Teil, Mann. Mit seinem Nagelbrett will er uns einen überziehen, Alter. So ein Kakerlake. Supermutant, Nagelbrett. Nee. Brauche ich nicht. Google. Überall Headshots. Ich verpasse jedem eine. Lackierpistole? Nee. Oh, gut. Hier, du Arschloch. So, tot. Da lang. Oder? Doch, du musst da lang. Denke ich mal. Wenn ich laufe, einmal wieder zurück. Ist ja gar kein Problem hier. Oh, Granaten, verdammt nochmal. Dieser verdammte Guten. Hier ist nichts. Okay, wieder mal hier Cola-Automaten. Okay, Cola genommen. Weiter geht's. Ich bin total Cola-süchtig. Okay. Nicht mehr lange, Freunde. Jetzt sollten wir eigentlich so demnächst da sein. Nur einige Minuten wird es dauern, denke ich, aber wir kommen auf jeden Fall an. Na, mach schon. Es tut mir leid, wenn es lange zum Laden dauert, Freund, aber ja, mitten hier in der Aufnahme, ja, der kann es einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also sieht man auch, wie oft ich wie viel Gefangene ich gerettet habe, zum Beispiel eingenommenes Redex, ja, oder mysteriöser Fremder zu Besuch. Der Fremder zu Besuch ist so ein Attribut, ja. Praktisch gelesene Bücher, gegessene Leichen, eingenommenes Redaway. Oben steht auch das Zieldorf, was wir gerade haben. Aufsäge, gefüllt, ausgeraubte Taschen, deaktivierte Roboter. Ja, man kann die Roboter aktivieren, deaktivieren, wie man möchte. Das Gute ist, manche helfen uns auch. Also schon ziemlich praktisch, finde ich. Ja, besonders wenn hier viele Gegner kommen, kann man die Roboter aktivieren, ja. Dann helfen die uns mit Maschinengewehren oder Flammenwerfer oder so. Ja, oder einfach mit Schritten und Schlägen, ja. Nun mach schon, wie lange dauert das denn jetzt?
Und er ist jemals Ja, endlich, rausgekommen, weiter um Handel mit geht's. der So, Verwandten Freunde, zu wir machen uns treiben. auf den Und Weg alle hier. Versuche der Kontaktaufnahme wurden Hier ein Atomkraftbunker. ignoriert. Oder Wenn Atombunker. ihr euch also gerade in der Gegend von Ups, Raiditz das war eine befindet, Mine. könnt ihr ja mal vorbeischauen und sehen, was da Okay, so abgeht. Danke für die Besuchung, Leute. Ich bin Three Dog. Und? Ihr hört Öffnen, Galaxy okay, was News haben wir hier Radio. denn? Wir sind das radiofreie Südland und wir Okay, weiter. senden Wasser, Bleiber, Und brauchen wir aber jetzt nicht. etwas Musik. Wasser Hier kommen und ein Danica Teddybär. und die Den nehme ich auch einfach mal mit. Assistants Haben wir mal mit gut gebraucht zum Besuch Kuschen der oder so. Sind wir nicht so Civilization. alleine. Apropos alleine, man kann auch später einen Hund finden auf dem Schrottplatz. Dogmeat heißt er. Den werde ich euch nachher mal zeigen. Jack ein cooler Typ. Ja, man kann einen Hund dann zum Beispiel Stimpak suchen lassen gehen oder Medikamente, Waffen und so weiter. Ui. Zu den Waffen, Oh. Brüder, zu den Verbündeter Waffen! im Schussfeld. Auf Ziele achten. Hey, Schwachkopf! Und da geht's jetzt, glaub ich, zur Sache, Alter. Jetzt werden die abgeknallt, Alter. Ich meine, auf den Staub, das ist nicht meine Sache, Alter. Ja, hier im Ödland geht jeder besser seinen Weg. Energiezelle, Energiezelle, Energiezelle. Powerhelm nehmen, okay. Merlin Jennings. Laserpistole, okay. Ich nehme einfach mal mit, solange alles gratis ist. Oh, was ist das? Das Bummutant. Ah. Die gehen hier verdammt nochmal ab, Freunde. Man kann Scheiß machen. Die gibt es, glaube ich, am meisten im ganzen Spiel. Das sind alles für so verstrahlte Wesen von damals Menschen. Ja, das sind jetzt Supermutanten. Da oben ist nur einer. So. Wunderschön. Ja. Da war noch einer. Noch einer. Die ganze Stadt wimmelt nur von den Viechern. Kein Scheiß. Und wir sollten jetzt eigentlich schon da sein. Und hier sind noch ein paar, ich muss mal kurz hier erledigen. Weil das Problem ist, hier gibt es doch von denen, es gibt noch Supermutanten im Spiel, ja. Falls ihr denkt, das sind die größten Nixer, aber da gibt es noch so richtige Bosse, die sind, glaube ich, doppelt so groß wie die. Und gleich kommt einer von denen. Und erst wenn ich den besiegt habe, kann ich da rein. Und der sollte eigentlich jetzt irgendwo hier kommen. Oder wahrscheinlich muss ich erst zur Tür gehen. Was er kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich gehe mal einfach mal klingeln und frag mal nach, so wie es sich gehört. Im Ödland hier. Die Türen bleiben geschlossen, bis wir den Umkreis gesichert haben. Alles klar, Junge. Okay, zu. Da müssen wir wohl darüber gehen, ja, zu den Bussen, wo ich gerade eben war. Wahrscheinlich kommt jetzt dieser Lauch. So sieht das aus. Mickey Maus. Ich glaube, jetzt sollte der kommen. Ja, jetzt kommt er. Wunderbar. Gut, dass ich hier Cheat benutze, Alter, weil sonst wäre ich gleich mal hier am Arsch mit der Keule, Mann. Guck, wenn man die Keule anhebt. Hier ist ein Wasserhydrant, Alter. Ein Schlag und ich wäre zu Staub, Alter. Hier, du Mega-Viech. Stirb, Alter, du Scheißteil. Sieht auch extrem gut aus, der Typ. Ah, hab ich dich, du Lauch. Bam, fertig. So. Idiot. Was hat denn der alles bei sich? Guck dir mal das Teil an. Ja, extrem. Okay, ich glaube, ich raute mal aus. Der hat hier Schusskaliber, Pistole, Jet, Kugelhaken, ja, okay, hab ich alles, passt schon. Wer ist denn Muss Lions? ich mich jetzt wohl bei Ihnen Hallo. bedanken? Na, auf jeden Fall ist das Jupp. Gebiet sicher. Sie können also gerne mit Three Dog reden, falls Sie das tun müssen. Werde ich auch machen. Vorsicht, da. Mit der kann man natürlich noch weiterreden, ja, aber die diskutiert hier nur rum, ja. Bringst nicht auf den Punkt. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Es sieht aus, als wäre Luft rein. Ich hoffe, die äußeren Türen. Ich öffne die äußeren Türen. Okay, Mann. Wir sind drinnen. Juhu! So, und jetzt gleich mal zu Tree Dog. Der sollte sich oberhalb befinden, ja. Warte. Ne, da lang. Okay. Öffne mal die Tür. GNR Studios, yeah.
Man kann auch mit denen verhandeln, ja. Meine Mama muss eine Aufgabe machen, vielleicht, dass uns sagt, wo der Ihr Vater Blick ist. sagt alles. Sie denken, Aber wer vielleicht können wir zum den auch Teufel so ist irgendwie dieser überreden, Kerl? ja, Was dass geht wir er mich einfach, dass er an? es uns gleich sagt. Gut. Wenn wir mit der Seien Sprache Sie gut darauf auskennen, gefasst, erleuchtet ja, zu dann könnte werden. da was werden. Ich bin Okay, Freedog, dann Schlüssel, ob Plattenleger das und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Mein Vater ist der hier? Bitte, ich habe schon ganz Zeit nach ihm gesucht. Hey, hey, eins nach dem anderen. Nee, Ihr alter Herr ist nicht hier. Nicht mehr. Er hörte den alten Three Dog im Radio und dachte sich, ich wüsste, was hier im Ödland abgeht. Und er hatte recht. Also verklickerte ich es ihm. Aber er verdünnisierte sich. Sieht so aus, als hätte ich meine Art, den guten Kampf zu kämpfen, und er seine. Der gute Kampf, worum geht's eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Intelligenz. Ja, das könnte Hol klappen. Mich, Hoffmann. Der Teufel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Sie sind wirklich so clever wie Ihr Vater. Weil Sie über Danke, die Ursache ja bestens Bescheid wissen, brauche ich Ihnen die Wirkung nicht zu erklären. Also los, machen wir uns an die Arbeit. Sie wollen also okay. wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Stehauftyp. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Sprache, versuch mal. Naja, Ihr Vater ist so Jawohl. Ein Wissenschaftler-Typ, so ein Intelligenzler oder sowas. Glauben Sie wirklich, dass er unsere Sache unterstützen würde, wenn Sie ihn finden? Ganz sicher, er sprach immer davon, Als was wichtig ist. Als Ihr Vater hier durchkam, verbrachten wir ziemlich viel Zeit miteinander und sprachen über Gott und die Welt. Er erwähnte irgend so einen wissenschaftlichen Krimskrams, den ich nicht verstand. Irgendwas von einem Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Noch City nie was von Rivet was? City gehört? Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Naja, ein Haufen von diesen Intelligenzlern tat sich zusammen und verwandelte einen gestrandeten Flugzeugträger in eine Stadt. Ziemlich cool, was? Folgen Sie einfach dem Fluss Richtung Süden. Dann können Sie die Stadt gar nicht verpassen. Okay, das ist nämlich ziemlich cool, weil normalerweise müssten wir erst eine Aufgabe für den Tree Dog erledigen, ja, dass er uns sagt, wo das River City liegt. Aber da wir so gut mit der Sprache, ja, umgehen können, hat uns einfach gleich gesagt, ich mache mir Sprache voll, so. Ja, wie gesehen habt, dann Sprache ist ziemlich wichtig, ja, dann gibt man auf jeden Fall keine Umwege oder man kann auch gut verhandeln und sowas. Okay, Aufgabe hinzugefügt. Da müssen wir jetzt wohl nach River City, Freunde. River City sieht so total cool aus, man. So ein Riesenschiff, ja, kaputt. Ja, da haben sich Leute drin gemütlich gemacht und wohnen ist da drin. Ziemlich cooles Teil. Aber zeige ich euch gleich.